da hinten, okay. Verstehe. Okay. Ah, das ist ja natürlich auch interessant zu wissen. Wenn ich rot bin, markiert bin und ich meine Fähigkeit aktiviere, bin ich automatisch nur noch gelb bei denen. Mhm. Die sehen mich dann nicht mehr. Das ist cool. Danke. Ich glaub, nicht schön. Geschossen. Ich soll da auch mal die Ding mitnehmen und nicht die. Nicht drei Gegner töten mit einem MP-Magazin, ohne nachzuladen, kriege ich einen weiteren Erfolg. Aber ich glaube, das schafft ich nicht mehr. Viele Gegner sind es nicht mehr. Hier oben auf dem Dach könntest du noch nehmen? Ja. Yep. Noch der eine da hinten, oder? Wenn weil hier, also das andere Gelbe, was es noch ist, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich was Elektronisches. Was da noch markiert ist in dem Gebäude. Da ist noch einer, oder? Einer ist ein Zivilist. Aber da hinten muss auch noch einer sein. Der zeigt sich nur nicht. Der hier meine ich. B. Der ist, glaube ich, ja, aber oder? Rechts von dir ist irgendwas auch noch markiert. Ja, ja, ich weiß. Aber der ist ja hinter einer Wand oder so. Das bockt mir noch nicht. Auf B habe ich auch kein Schussfeld. Der ist auch drin. Nee, der ist nicht drin. Der ist hinter einer Deckung oder so. Aber ich, wenn ich jetzt halt um die Ecke gehe, habe ich Angst, dass er halt vorkriegt. Komm hier nicht runter ohne Schaden. Ich sag ihn. Da ist nochmal einer. Ist nochmal bei B. Jetzt kommt er vor. Dann hab ich. Boah, komm noch ein Kill, dann hätte ich es geschafft. Da ist er. Ja. Ja! Geil, drei Kills mit ohne nachzuladen. Mit ohne. Richtig mit gut. Ohne Ketchup? Ja, jetzt muss ich noch einen Nahkampfkill machen, dann hätte ich die nächste Panda-Stufe erreicht. Ja, hier rechts von dir ist doch noch ein vielleicht ein Gegner, vielleicht kannst du den holen. Wo ist denn der? Der ist über mir, oder? Ah, da, der ist jo. Jetzt auch schon. Warte, ich mach mal meine Fähigkeit. Wow! Was ist? Eine Fähigkeit. Blendgranate oder was? Rauch, nee, das ist Rauchgranate. Aber ich weiß nicht, wo der ist. Ich muss ja irgendwie hoch, der ist ja höher als ich. Wahrscheinlich ich rein. Jetzt... Ja, ich bin drin, aber ich weiß nicht, wo da eine Treppe sein soll. Ah, da. Nee. Ah, doch, da. Okay. Ich renne jetzt einfach auf den los. Ich hoffe, das ist der einzige Gegner. Haben wir beim letzten Mal, habe ich auch gemacht in meinem Nahkampf gehen. Einfach drauf zu. Oh Gott, ich habe keine Ausnahme mehr. Nein, er rennt weg, der Arsch. Komm, ich will dich nach. Ich drück doch E. F. Ja, voll in den Sack, jawohl. Und jetzt niederschlagen. Ja, geschafft. Gut. Ohne Einsatz meines Lebens Rang 4 Panda erreicht. Und ich bin eine Stufe aufgestiegen, deshalb. So. Oh. Töten Sie Gegner mit der Phantom... Achso, das ist meine Fähigkeit, schätze ich mal. Hier ist eine Kiste. Töten sie zwei Gegner in weniger als 20 Sekunden im Nahkampf. Alles klar, ey, übertreibt völlig. Ich merke schon, dieser Nahkampfkämpfer, das ist genau mein Spielziel. Aber wir haben es geschafft, den Auftrag, oder? Ja. Jetzt mit dem? Okay. Ja, das war's. Ja, gut. Also doch, tatsächlich, wenn es heißt Ding, dann heißt alle töten. Wahnsinnig innovativ. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie die Fabrik irgendwie manipulieren oder sowas. Nee, ich glaube, das wäre dann da gestanden. Und ja, ja, ich traue dem Spiel jetzt noch nicht so viel. Du. Die Frauen wahrscheinlich nochmal ein Ghost Ring, bis sie das dann doch so hinkriegen, wie es doch die Fans. Ja, weil es würde Sinn machen, irgendwie heimlich reinkommen und dann so manipulieren, ja, dass sie es halt nicht mitkriegen. Ja, die müssen halt mehr so Splinter Cell Mechaniken halt einfach reinkriegen auch. Also das mit dem Leichen wegtragen ist ja schon mal alles gut und so. Aber ja, es müsste halt noch mehr in diese Richtung gehen und halt diese Loot-Shooter-Geschichte halt weg halt, ne? Und die Menüs ein bisschen klarer strukturieren. Ich hätte bei den Quests nichts gegen ein Listenmenü. Ja, wie man das so bei manchen Spielen hat. Das muss ja nicht unbedingt so eine komische Übersichtskarte-Map sein, wo man irgendwie sonst was. Also irgendwo liegt hier noch, ich glaube auf dem Dach ist das. Liegt hier noch Dings. Eine Kiste? Blaue Kiste ist drin. Blauer Loot. Ja, die blaue Waffenkiste, die muss ich auch noch holen. Mal, wann das jetzt wieder? Ah, da. Das ist der blaue Lude, ey. Ich muss irgendwas da. Ah, okay, so funktioniert das mit Aufwerten. Aber was brauche ich dafür? Ah, Waffenteile. Okay, wir haben jetzt aufgewertete Waffenteile bekommen, ein Stück. Und jetzt kann man seine Waffen verbessern. Geil, eine MP5. Kann zum Beispiel die Genauigkeit bei meiner Sniper verbessern. Ja, ja, das ist klar. Und wenn du eine neue Waffe derselben Art findest, dann gilt das auch, weil das immer nur für diesen Typ dann ist. Oder halt für diese Art von Waffe. Also wenn ich zum Beispiel eine AK-47 und so weiter, das habe ich ja schon mal erklärt. Ja, machen wir mal. Da ist noch ein I, ne, da in dem Gebäude. Neue Infos. Ich habe jetzt auch kapiert, wie ich meine Fähigkeit bekomme. Also ich muss halt in Action treten, dann
geht meine Fähigkeit auch direkt hoch und kann sie wieder einsetzen. Dann kann ich sie relativ oft einsetzen. Also wer halt faul ist, kriegt sie halt nicht. Und wer was tut und killt und tut, also wenn ich... Und vor allem kannst du mich halt... Das ist halt der Vorteil, wenn ich halt mal entdeckt wurde, das habe ich gerade gesehen, kann ich mich halt wieder in diese Ding-Phase verschaffen. Das ist halt relativ geil, dass sie halt mich wieder nicht verfolgen. Das heißt, wenn ich halt mal in so einem Gebiet bin und das aktiviere, dann, ja. Genau. Also ihr, kann ich schon als Infiltrator rein, wenn sie mich doch entdecken, aktiviere ich das schnell. Ich brauche Hilfe, und dann entdecken sie, bin ich nur halt verdächtig, aber mehr nicht. Gehen, werden sie Erfolg haben. Hat mit der Sache wahrscheinlich was zu tun. Das hat mit der Sache wahrscheinlich was zu tun. Alter, eine MP, die ich glaube, die nehme ich rein, statt die MP... statt die MP7 nehme ich die MP5. Finde ich guter Deal, oder? So. Nochmal eine Schrotflinte. Ist dieselbe. Oh, eins besser. Entschuldigung. So. Komme ich wieder raus. Ich bin zu verwirrt in den Gebäuden. Ich brauche unbedingt so eine Gebäudemap. So. Ja, hatten wir nicht noch eine blau markierte Waffe oder sowas hier noch? Das war ein Waffenteil. Ja, ist hier. Das ist ein Waffenteil. Das ist drin. Wo drin? Ah, da vorne. Okay. In der großen Halle. Ja, wir haben doch im Ansatz schon mal gut agiert, würde ich sagen. Wir sind nicht komplett abgelegen, das ist auch schon mal was wert. Wir werden besser. Wir brauchen das aber bei Wildlands auch schon so. Am Anfang immer total überhastet, alles kaputt gemacht. Ups. Diese blau markierten Dinger sind halt die Sachen, die wir halt von den Leuten, ne, als Info bekommen haben, glaube ich, die werden dann so markiert. Oder? Nee, ich glaube, das sind besondere Waffenteile, sind blau. Achso. Ja. Also du kriegst sie wahrscheinlich auch durch die Leute, dass sie die Infos geben, aber die blauen Sachen sind halt besondere Waffenteile. Okay. Also Aufsätze halt sind das dann. Zum Beispiel sowas, ja. Vielleicht auch mal Blaupausen oder sowas. Ja, okay, das war jetzt ein Ding, ein Laserpointer-Gedöns, aber das ist so. Ich habe, glaube ich, alles. So, dann haben wir jetzt mit Shelby sprechen, das ist ja auch in dem Gebiet, ne? Genau. Machen wir das mal. Füllhorn, ne? Wenn ich da richtig informiert bin. Ja. Dann nehmen wir uns mal ein Fahrzeug und fahren da mal hin. Wie kriege ich das jetzt rechts oben? Na gut, man sieht ja alles auf der Map, aber egal. Meiner läuft wie so ein komischer. Bist du verletzt oder warum laufst du so knickrig, Alter? Nee. Verletzt, Alter! Los. Konnte man nochmal auf den Shop direkt hier zugreifen? Marias Shop, Biwak. Das war im Biwak, konntest du das auch. Ah, im also Biwak war das, genau. Ja, wir nehmen jetzt mal das Fahrzeug. Da liegt noch was Grünes, das nehme ich natürlich. Also, wieso kann man über nichts drüber klettern? Nicht mal über Schreibtische. Okay, Schreibtische sind doch echt hart. Ja, ich weiß. Eine LMG. Wow. Dafür vielleicht einen Schalldämpfer? Oh, natürlich nicht. Moment, ich fahr erst raus. Waren da von Anfang an keine Türen dabei? Ja, ist ein Safari-Truck. Ja, das ist so ein komisches Ding. Ne? Das hat angeblich Licht. Jetzt mal nicht nochmal. Ah, das, wow. Was für ein Licht. Okay. Schnellster Weg dahin ist... Durchs Wasser. Einmal da durch, oder? Oh, schnell ist das Ding aber nicht. Einfach der Straße folgen. Hin. Ja. Alles klar. Das Ding geht ja mords ab. Ich glaube, da muss man direkt durch so ein Ding wieder durch. Gut, die ignorieren wir einfach. Aber wie sie halt direkt erkennen, dass wir Gegner sind. Das fand ich schon bei Wildlands so cool. Ja, ja. Alle, die zu ihnen gehören, sind halt Gegner. Was ist egal? Ja, aber das ist doch immer wenn jemand ja, schon wenn, gewesen. Auch wenn eigene durchfahren. Sicherheit eben. Ja, nach vorne ist gleich links. Geiler Anbremsmove, hat nicht so geklappt. Oh, das ist ein Gegner. Ich würde sagen, wir steigen mal hier aus. Perfekt geparkt. Nein, das war ganz schlecht. Ey! Bleibst du im Auto sitzen und dann...
Okay, das waren die einzigen anscheinend, oder? Wir haben hier auch erst alles sauber gemacht. Das ist die Forscherin, der wir die Teile für den Drucker bringen müssen. Für einen Waffendrucker. Genau. Werkzeug. Grundstück nehmen, das nehmen wir noch mit. Ich rede mal mit ihr. Ja. Na sieh mal an, sie leben noch. Ich fasse es nicht, dass sie das geschafft haben. Aber eine Sache brauche ich noch. Ich höre. Die betriebsfähigen Blaupausen für die Drohnen. Ich ertrage es nicht, dass meine Technologie zur Herstellung von Waffen missbraucht wird. Aber mit den Blaupausen könnte ich einen Weg finden, Sentinels Kriegsmaschinerie zu stoppen. Und wo genau finde ich diese Blaupausen? In der Drohnenfabrik? Richtig. Sie werden sicher streng bewacht, aber ich muss diese Blaupausen haben. Wir entwerfen eine Stadt, die auf dem Mars entsteht. Wisst ihr, wo wir gerade waren? Oh, in der Drohnenfabrik, genau. Aber verdammt. Konzentrieren wir uns erst einmal auf die Rettung der Erde. Nicht wirklich jetzt, oder? Ja, doch. Back to... Ist es wirklich genau das Gebiet? Na, nee. Nee, das ist ein anderes Werk. Gut. Ja, gut, ich glaube, wir kommen von dem Gebiet irgendwie nicht los. Wach. Ja, willst du unbedingt jetzt noch schnell shoppen oder was? Dann gehen wir ins... Nein, das brauchen wir jetzt nicht. Wir machen das Ding jetzt weiter, ein gutes. Ja, ich glaube, das Shoppen kann man ja mal offscreen machen, oder? Das ist ja, wir müssen ja sowieso auch noch zum Haupt... Erevon zurück, da kann man ja auch... Es war ja irgendwie klar, dass sowas kommt. Man gönnt ja einem das Motorrad nicht, ne? Ja gut, unser Buggy gibt das tatsächlich noch. Der hat's irgendwie überlebt. Die Reifen hier sind aber tatsächlich wahnsinnig, wie schnell die Luft reibt. Nicht mich einklemmen. Ja, aber hier, ist geht schnell, hier oben? Antiker Hafen? Nee, gelangen sie zur... Ey, ich komme hier nicht rein. Gelangen sie zur Fertigstellung von Skeltigrew. Sie ist im Zentrum der Region... Das ist richtig weit im Süden. Da müssten wir fast hinfliegen. Also, kann ich nicht einsteigen, verdammt! Achso, das ist gar nicht hier. Ja, okay. Nee, das dann ist weit im Süden. Dann können wir jetzt ja zurück. Fahr mal da raus kurz, ich kann nicht einsteigen. Zum Erevon, ja. Oh nein! Wo ist denn die Hauptquest eigentlich? Südlich von uns. Über Skag Dings sammeln? Nee, ist es nicht. Ne? Dann ist es Anführer der Wolves auch nicht. Zurück zu den Anfängen ist die Hauptmission. Ah ja, okay. Dann ja, kannst du jetzt einfach nach Süden fahren, der Straße folgen oder müssen wir irgendwann mal abbiegen? Vielleicht finden wir unterwegs auch einen Helikopter. Und go! Warte. Kann ich jetzt vielleicht einsteigen? Ja, ich hab schon. Kann nicht einsteigen, das ist doch verhext. Soll ich mal direkt geschossen hast, ist Karma. Geh mal auf die andere Seite, Martin. Das ist der Sitz einfach defekt. Das ist der Sitz defekt. Ja, ich komm auch nicht rein. Echt jetzt? Ja. Der Sitz ist einfach in dir. Komm, also, dann fahr mal. Du fährst es mit dem Motorrad, ja, Martin, komm, mit dem, wo du die Reifen platt geschossen hast. Los geht's. Also einfach eine Straße lang, meinst du? Ja. Martin! Die Funken... Funkenmariechen sind wir. Ich glaube, es ist schneller, wenn wir uns ein Fahrrad klauen. Oh, machst du ein Wheelie? Leider sind die. Ah, Martin, da links sind Motorräder. Oder vielleicht nur eins, rechts sind Autos. Ich glaube, links ist nur eins. Fahr mal rechts und hol uns das Auto. Ich find's lustig, dass bei mir angezeigt wird, dass du. Meinst du, da kommen wir hoch? Nicht ich. Oh, im Gelände sind wir sogar schneller, oder? Oh, das ist ein Nebenquest, ne? Die wir. Na, scheiß auf. Ich glaube, egal, wie man in dem Gebiet unterwegs ist, findet man irgendwo eine Nebenquest. Oh! Wie weit ist denn das noch? Sag mal den, jetzt schnell, bevor die Drohne kommt. Fabi, kannst du mal auf die Karte gucken, wo ich überhaupt lang war? Ich habe irgendwas gefühlt. Du fährst jetzt, ich weiß nicht, wo ist denn das? Das ist auch so richtig schwer gepanzert. Das ist genau links von uns, exakt langsam. Links. Also, wenn wir uns die Straße. Müssen ja da irgendwie hinkommen. Dann fährt einfach. Wenn die Motorräder nehmen sollen, genau, glaube ich. Oh, wir haben Platten. Die nehmen wir mit. Hattet ihr nicht schon die ganze Zeit einen Platten? Hallo! Nein, wir haben ein neues Auto. Aber das hat aus irgendeinem Grund einen Platten. Ja. Da vorne ist ein neues, Simon. Nice.
Oh, aber das sieht nach einer Basis aus, oder? Ja, aber egal, das Auto können wir uns holen. Sicher? Oh, vorsichtige Deckung, Fabi. Deckung. Scheiße, nicht gesehen. Irgendwo da rechts ist doch. Ja, genau, das holen wir uns gleich. Willst du von oben in den Geschützstand? Oh, warte, dann geht dann ich hinten rein. Ja, sehr gut. Ich hab auch, aber da kommt ein Heli. Heli. Ich nehme das Auto von dem. Hey, da ist ein Heli, mal. Sollen wir uns den Heli klauen? Nee, 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 das Auto jetzt kommt. Scheiße. Als ob ich nicht durch die Mauer komme. Ich steig schnell ein, dann fahren wir weiter. Oh nein. Aber das mit dem Platzwechsel gab's nicht im Vorgänger, ne? Das war ganz nee, gut. Das gab's nicht. Das ist, ganz gut. Ja. Sie haben da hier und da schon ein paar geile Sachen verbessert, aber dort und da halt nicht. So, ich glaube, das ist ein also Fabi. Tunnel. Tunnel, ja, schön durch. Lalalalalalalalala. Oh, ein Heli. Die Heli ist die geringste Gefahr. Aber das ist der richtige Weg, alles gut, ich wusste das. Hinter uns eine Schneise der Zerstörung. Vor uns auch, wir fahren den ja hinterher. Guck mal, da ist die Leiche. Oh, da kommen wir uns gleich dann was entgegen, Fabi. Schon ja, aber der Weg ist an sich schon mal nicht richtig. Ja, ist richtig, ja. Ich mach schon mal nicht richtig, ja. Ich hab kein Fadenkreuz mehr, warum auch immer. Aber egal. Wahrscheinlich hast du das anlegen, Ding ausgeschaltet. Rechtsklick anlegen vielleicht. Nee, nee. Aber egal. Hast du das Interface ausgeschaltet vielleicht? Nee. Ja, vielleicht müssen wir gar nicht schießen, weil die will, glaube ich, anders fahren. Jetzt kann ich wieder eintauchen. Nicht ja, auf die Straße. Fuck. Die fahren weiter, okay, müssen wir gar nicht. Fahrt ihr querfeld ein? Ja, nee, so halb. Wir fahren so einen Feldweg, waren wir so, einen Waldweg. Ich hoffe, da geht's weiter. Mir wird schon gar nicht mehr gelb markiert. Jetzt aber wir kommen dahin auf jeden Fall. Also, er ist ja auch nicht mehr gelb markiert bei mir. Gut, wäre auch irgendwie seltsam, wenn das an Ihnen eine vielbefahrene Straße stehen würde. Hier rechts und dann nehmen wir als rechts halten und kommen wir hin. Da kommt ein Auto. Federung ist halt richtig, der schwankt und wankt. Das ist da die Brücke, wo man am Anfang ist. Hallo. Hier rechts müssen wir jetzt irgendwo rein, theoretisch. Ja, ja, wir müssen da hoch und dann kann man umkehren, dann kann man dahin. So da jetzt geht's rechts rein. Ja. Ja, da waren wir schon mal, das ist ja die Basis. Müssen oder? Wir hier rechts? Genau. Ja, wir müssen hier also weiter. Nee, wir müssen geradeaus. Umdrehen, ja? Man hätte auch Schnellreise ja. Machen können, aber so ist halt cooler. So ist doch cooler! Wenn geradeaus fahren. Zurück von der Mission. Ich hätte ja, das Tüter mal von weg. Schön. Hallo. Was sind wir denn jetzt? Aber wir hätten eigentlich komplett unten. Egal. Egal, wo du lang fährst. Siehst dich ja nicht so wirklich. Hier sind nur die Höhenlinien angezeichnet, sonst keine Wege. Also fahr einfach mal. Aber wir werden wieder verfolgt. Ich will diese Tutorials nicht sehen. Mach die weg jetzt. Ich nervt. Ja, es nervt echt die ganzen Anzeigen, gell? Ja, dann guck ich es mir halt an. Hier, du musst was lernen. Ah, bla, Ghost War, das spielen wir wahrscheinlich eh nicht. Das hatten wir im Vorgänger schon vor, haben es nie getan. Also werden wir es hier auch wieder nicht machen. So, zack, ja, tschüss. Richtig so. Oh, Bridge. Oh, wir fahren komplett in die falsche Richtung. Nee, nee, ich weiß nicht, warum das nicht richtig angezeigt war, weil ich glaube. Ne, wir haben alle die. Ne, Runde hat Füllhorn. Ah, ne, jetzt sind wir richtig. Irgendwie, aber ist ja eigentlich egal. Jetzt rechts ja, wir rum waren dann. Mal, wir waren mal. Aber ganz ehrlich, die Teile, ich glaube, ich. Soll ich die verkaufen oder soll ich sie zerstören? Ich glaube, zerstören macht noch mehr Sinn, oder? Dass man überall mit den Dingern noch irgendwann drauf. Hopp! Gerade so rausspringen, dass sich die Klippe runterrutscht. Das wäre bitter gewesen. Kannst du ganz vorsichtig runter. Lass mich doch da rein. Vielleicht ist es nee. Total dumm und die Zuschauer sagen gleich, oh Ray, was hast du wieder getan? Aber ist mir jetzt egal, ich zerleg das jetzt alles. Auch kein Money im Spiel. Ich finde alles. Der Butcher. Mit dem Hackbeil, einfach mal auf die Waffe. Erstmal den Lauf ab, Magazin ab, oh, Schaft ab. Wo macht man das überhaupt?
Anscheinend irgendwo. Er steht hier einfach rum. Muss man in den Gunsmith rein? Ah ne, kannst direkt zerlegen. Hm. Gut, fang ich mal an. Ich weiß nicht, was halt sinniger ist, verkaufen oder zerlegen, aber du kriegst halt ja diese Teile und die sind ja bestimmt auch wieder... Ja, vor allem, was sollst du mit den, was sollst du mit den schlechten Waffen, die du sowieso nicht mehr benutzt? Ja, halt wie gesagt, kannst du sie halt verkaufen. Dann kriegst du halt Geld und mit dem Geld kannst du ja wieder neue Sachen kaufen. Ah, kannst du auch wieder so. Sachen kaufen, stimmt. Aber die Frage ist halt, mit den zerlegten Teilen kannst du ja auch irgendwas wieder machen, herstellen oder so. Also normalerweise... So wie ich das kenne aus Division, ist es so, dass du am Anfang halt sehr viel kaufst, aber für den also für das Late Game musst du halt sehr viele Teile haben, weil du die Waffen für spezielle Schadensmomente oder so brauchen die halt explizite Perks drauf. Mhm. Und die kriegst du halt jedes Mal nur, wenn du herstellst. Das heißt, du musst halt manchmal 20 Mal eine Waffe herstellen, dass der richtige Perk drauf ist. Ja, und dafür brauchst du halt wahnsinnig viel Teile. Ich denke halt, man findet halt auch so viel, dass es mit dem also dass es Geld jetzt nicht unbedingt brauchst, vielleicht für kosmetischer Dings, aber ey, Alter, wir sind abgefranste Ghosts, ey, wir müssen nicht mega schön aussehen. Sein, es gibt ein rosa Tattoo, dann ist das was anderes. Seid ihr schon da in der Basis, oder? Ja, wir sind gerade im Shop. Ja, ich guck mir gerade nur Tutorial an. Hier wieder ein Bewaffnung-Tutorial. So, habe ich da jetzt alles? Oh, das war auch ein bisschen unnötig. Was ist ein neuer Einsatz? Ja, wir geben jetzt das Ding ab, die Hauptmission Mama. Da. Und so? Dann würde ich sagen. Talk to the judge. Wait, ein Einsatz oder was? Ja, Dings, Tutorial-Mission irgendwie was. Achso, zwei Stück gibt's eigentlich, oder? Das ist ein Raid. Einmal, wo das ganze Lager erklärt wird und einmal, wo... Ja, Raid. Kennst du kein Raid aus wie bei WoW? Ne? Ja, doch, klar, aber was ist es denn hier? Wahrscheinlich auch irgendwie so ein spezielles Event oder so, wo man Raids machen kann. Keine Ahnung, müssen wir uns sicher mal informieren. Habt ihr jetzt hier noch was angenommen? Sollen wir mal einfach labern mit entsprechend? Ein Raid wird wahrscheinlich ein Raid sein, halt als so eine Art Instanz oder sowas. Ja, wir reden einfach mal. Nehmen Sie am Raid teil, wie man an Raid beitritt. Achso, das ist, wie man dem Raid beitritt. Nehmen Sie am Raid teil. Ich mach's einfach mal, scheiß drauf. Klären Sie mich über dieses Titan-Programm auf. Es muss ein Ziel sein, oder? Naja, es ist ein geheimes Skull-Projekt auf Golem Island. Was müssen Sie sonst noch wissen? Wissen Sie, was die da machen? Was macht es zu einer besonderen Bedrohung? Ich weiß es nicht. Sie müssen verstehen, der Jay Skull, den ich kenne, hätte sich nicht mit Killerrobotern abgegeben. Er ist ein Genie, sicher. Aber ich habe angefangen, für ihn zu arbeiten, weil er die Technologie revolutioniert hat. Aber als Projekt Omega anlief, hat sich die Arbeit verändert. Und er sich auch. Gut, aber wovor hatte er so viel Angst, dass Superroboter die Antwort waren? Gibt es irgendwo eine Großstadt, die gegen mutierte, feuerspeiende Dinosaurier verteidigt werden muss? Wissen Sie, diese Frage stelle ich mir jeden Tag, seit ich die Firma verlassen habe. Wenn ich raten müsste, und das ist reine Spekulation, stelle ich mir vor, dass das Projekt irgendwie in Walkers Hände geraten sein muss. Vielleicht haben er und seine Wolves es übernommen. Aber ich weiß leider nichts darüber, was genau die da eigentlich herrschen. Nehmt ihr jetzt schon teil? Aber nee, das kommt eine Zwischensequenz. Wenn die Roboter wirklich von Skull sind, könnten sie die verheerendste Waffe sein, die die Welt je gesehen hat. Deswegen, würde ich sagen, stellt es so eine besondere Bedrohung dar. Wie man Raid halt anheften. Okay, ja, machen wir jetzt mal nicht. Wo ist ein Golem Island? Ja, ich denke mal, das ist halt so eine spezielle, krasse Mission, so, weißt du, wie du... Big Island? Oder ja. Links, halt mal. Das müssen, gucken wir uns halt mal an. Oder halt Zuschauer wissen es, dann könnt ihr es natürlich auch in die Kommentare schreiben. Andi hat es doch wahrscheinlich auch schon durchgespielt, zweimal, damit es auch wissen. Natürlich. Das ist ja noch so groß, Alter. Da sind wir ja noch Wochen mit beschäftigt. Nein. Egal. Ich würde sagen, wir geben jetzt mal die Hauptmission ab. Jo. Bin dabei. Es gibt einen neuen Einsatz. Geister der Vergangenheit. Das ist eine Nebenquest. Den machen wir jetzt aber nicht. Wir machen jetzt erstmal Hauptquest abgeben. Mats, haben es die Leute vom Strand geschafft? Sie meinen Überlebende? Ein paar von den Leuten auf dem Boot kannte ich schon als Babys.
Ich habe ihre ersten Schritte gesehen. Hab mein Bestes getan. Ihr Bestes? Sie haben uns ein Schiff versprochen. Marines. Und jetzt haben wir nur Leichen, die angespült werden und einen Grünschnabel, dem die Knie schlottern. Mads, dieser Grünschnabel hat viele von uns gerettet. Meine Tochter, das ist keine Kleinigkeit. Mag sein. Aber das reicht nicht. Nicht in unserer Lage. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe Sergeant Major Hill gefunden. Wir haben vor, Jay Skell zu verfolgen. Wir werden ihn aufhalten und übernehmen diese Drohne. Einen Moment. Sie glauben, Jay steckt dahinter? Niemals. Er ist ein guter Kerl und mein bester Freund. Sentinel hat die Insel übernommen. Folgen Sie mir. Ich habe Beweise. Tja, ich habe dringendere Probleme. Meine Leute müssen sich auf das Kommende vorbereiten. Packen Sie mit an. Okay. Aber Skell hat Priorität. Okay, das heißt, wir können jetzt einmal Nebenquests natürlich machen, um mit den Leuten zu helfen oder halt dann weiter mit der Hauptquest folgen. Ich würde aber sagen, bevor wir uns diese illustren Zwischensequenzen und Dialoge anhören, das machen wir dann in der nächsten Folge. Dann können wir damit direkt einsteigen, sowohl mit der Nebenquest hier bei, ich kann mir den Namen nicht merken, wie heißt der? Metz? Schulz. Klar, Schulz. Schulz. Ja, klar. Sieht aus wie ein Schulz. Alles klar, genau, das hören wir uns dann einfach das nächste Mal an. Wir machen jetzt hier Feierabend erstmal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis da. Kann Fabian doch ausgiebig shoppen gehen, ne? Yeah. Eben. Genau. Der hat ja schon gedrängelt, dass wir endlich mal wieder zum Laden kommen. Ja, die Frauen halt, ne? Immer mit shoppen. Oh, das war jetzt sexistisch. Nicht ganz unrecht. Macht's gut, tschüss. Tschüss. Tschüss.